Den Sparkassen-Cup als Sportveranstaltung gibt es in zahlreichen deutschen Städten und in den verschiedensten Sportarten. Vor 25 Jahren wurde durch den ESV Lok Zwickau dieser Cup als Radsportveranstaltung ins Leben gerufen. Inzwischen hat sich das Rennen mit der Strecke in Zwickau-Eckersbach fest im Veranstaltungskalender des deutschen Amateurradsports etabliert. Auch im 25. Jahr des Bestehens beginnt der Sparkassencup irgendwie unspektakulär. Da sind die Servicefahrzeuge der Fahrer, die ersten sind beim Warmfahren und die Technik wird eingerichtet. Bei diesen Bildern vergisst man leicht, dass es da Leute im Hintergrund gibt, die schon von Anfang an dabei sind. So wie der Moderator der Veranstaltung. Ich denke, es gibt den seit 25 Jahren. Da kann es schon mal sein, dass ein oder zwei Jahre aus irgendwelchen Gründen da etwas dazwischen gekommen ist. Aber seit dieser Zeit bin ich hier als Sprecher tätig. Wenn er dann tätig wird, dann ist für andere die Hauptarbeit eigentlich schon getan. Sprich Streckenplanung, das ganze Prozedere der Anmeldung und so weiter. Auch hier gibt es beim ESV Menschen, die wirklich von Anfang an dabei sind. Ja, ich war schon dabei. Wir sind ja früher auch in Zwickau schon gefahren, um das Stadtzentrum rum, dann in Marienthal, um die Großwäscherei. Und irgendwann waren die Straßen dort nicht mehr gegeben für ein Radrennen. Und deswegen haben wir uns eine neue Rennstrecke gesucht. Und das ist die heutige. Auch von Anfang an dabei ist die Sparkasse Zwickau als Namensgeber und Hauptsponsor. Nun ja, der Werbespruch des Geldinstitutes lautet ja, gut für die Region. Wir fühlen uns natürlich dem regionalen Sport verbunden und ESV Lok Zwickau, der hat ja eine große Tradition rund um den Radsport. Und ich glaube, vor 25 Jahren ist man auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir als Sponsor bereit sind, uns hier regional für doch internationales Radrennen zu engagieren. Und das passt gut zur Sparkasse Regionalsport. Und deswegen waren, glaube ich, die Kollegen damals auch Feuer und Flamme. Und jetzt, ein Vierteljahrhundert später, gibt es den Cup noch. Das spricht für Beständigkeit, passt auch wieder gut zur Sparkasse. Denn Sparkasse steht für Tradition. Und ich glaube, das haben die Kollegen hier vom ESV Lok hervorragend auf die Beine gestellt, dass ein Radrennen der Serie auch über einen derart langen Zeitraum jedes Jahr wieder stattfindet, also à la Bonheur. Ein wahres Wort. Denn insgesamt gesehen ist der Amateursport einer der Bereiche, die in wirtschaftlich schwierigen Zeiten federn lassen müssen. Das ist auch im Radsport spürbar. Es gab also einen Aufschwung in den letzten Jahren schon. Wir hatten also schon Startfelder von fast 300. Die erreichen wir nicht bloß jetzt hier nicht mehr, sondern leider auch in allen anderen, bei allen anderen Veranstaltern ist es so. Mit dem WA-Leiter habe ich gerade gesprochen, mit dem Ausschussleiter, der mir das sagte eben, dass man also leider einen starken Rückgang zu verzeichnen hat, den wir wahrscheinlich heute auch hier sehen werden. Dennoch ist der Verein insgesamt recht zufrieden mit der Zahl der Anmeldungen und auch mit dem Interesse, was dem Wettbewerb von außerhalb der Region entgegengebracht wird. Unser Radrennen ist bundesweit ausgeschrieben so, und es kommen auch jedes Jahr Fahrer aus allen möglichen Bundesländern gefahren. Es kommen Fahrer aus Tschechien zu uns. Also wir haben sehr gute Beteiligung insgesamt, das kann man so sagen, über die ganzen Jahre. Und das ist keine Reklame, wie gleich nebenan zu sehen ist. Dort ist Cedric Kummer beim Aufwärmen. Wir sind aus Coburg, also eigentlich aus Thüringen, aber wir fahren für einen Verein in Coburg. Der Fahrer ist der Cedric Kummer, der ist eben eigentlich hier schon ja, mindestens einmal gefahren, war bei der DRFK eine Zeit lang in der Jugend, fährt jetzt das erste Jahr Männer, U23, Elite-Amateure, ne? Und ja, ist eigentlich sein bisherigen Weg, sportlichen Weg jetzt halt hier im Osten gegangen eigentlich, mehr oder weniger. Vor dem Start gab es dann noch einige Auszeichnungen, vor allem für Sportler und Funktionäre, die sich in den vergangenen Jahren im Radsport für den ESV Lok verdient gemacht haben. So erhielten drei Sportler den Sportpreis für besondere Verdienste um den Eisenbahnersport. Denn ESV heißt ja schlicht und ergreifend Eisenbahnersportverein. Es war eben vor allem in der DDR so üblich, dass der Sport über die Betriebe organisiert wurde. Und so mancher Verein besteht eben heute noch. Auch dank solcher Funktionäre wie Günther Schwabe. Der inzwischen 80-Jährige ist seit mehr als 20 Jahren im Verein und war in verschiedensten Funktionen tätig. Die goldene Ehrennadel des Landessportbundes ist der Dank dafür.
das ist eine Überraschung. Ja? Das hätte ich nicht gedacht. Oh, danke. Für die geleistete Arbeit, für die Gesundheit für die nächsten Jahre. Danke. Und auch noch Freude bei der Arbeit. Danke. Und dann endlich der Start des Männerfeldes, der erste Lauf des Tages. Die Strecke führte wie gewohnt als Rundkurs mit dem Start auf dem Lunigweg, über den Wostokweg und zurück auf den Lunigweg. Die baulichen Veränderungen des Wohngebietes Eckersbach sorgen dabei dafür, dass die Strecke, zum Beispiel in Höhe des Sportzentrums, durch grüne Flächen führt. Alle 5 Runden konnte man auf der zielgeraden Sprinteinlagen bestaunen. Kein Wunder, die Wertungen gehen in das Endergebnis ein. Auch Cedric Kummer war bei seinem ersten Männerrennen recht gut im Hauptfeld unterwegs. Insgesamt war auch der 25. Lauf wieder eine erfolgreiche Veranstaltung, sodass die Macher positiv in die Zukunft schauen. Nach dem Rennen ist vor dem Rennen, ne? So, nein, ich denke, wenn wir weiter die Unterstützung erhalten von der Sparkasse Zwickau, unser Hauptsponsor, auch vom Verein und auch von der Stadt Zwickau, dann sollte es so weitergehen. Und zwar, dass wir nächstes Jahr das 26. Radrennen durchführen. Gute Aussichten auch für die jungen Sportler, die ihre älteren Vereinskameraden begeistert anfeuern und vielleicht in einigen Jahren hier im Erwachsenenfeld mitfahren.